So, schon wieder Catscant hier. Jetzt stelle ich euch mal meine Robot-Replika Leader Fallen vor. Den guten habe ich aus zwei Voyager-Class Fallen-Figuren gebaut. Ja, womit fangen wir denn mal an? Ich meine, da ist so viel passiert. Das ist eigentlich eine komplett neue Figur. Was man vielleicht am ehesten wiedererkennt, sind die Füße. Da habe ich jetzt nicht so viel verändert. Die sind noch relativ originalgetreu. Ich habe ein paar Stacheln hinzugefügt. Dieser Bereich ist original. Hier die Oberschenkel, die habe ich verdoppelt. Beim Becken habe ich was verändert. Ich weiß aber nicht mehr was. Also auf jeden Fall diesen oberen Bereich habe ich verändert. Dann diese Seitenspitzen. Die sind neu. Beziehungsweise gedreht und dann da oben dran gesetzt. Dieses hier ist neu. Das Teil hier ist komplett neu. Dieser Brustbereich ist neu. Was natürlich selbst gemacht ist und ausprobiert, dass es überhaupt geht, sind diese doppelten Armverbindungen, diese Armstreben hier, die funktionieren auch. Also ich kann die Figur so bewegen, dass das alles hält. So. Also funktioniert komplett. Gute Beweglichkeit. Die Schulter. Das hier ist, glaube ich, relativ ja, original. Dann hat er die Hände. Das sind Kugelgelenke. Die Hände kommen euch vielleicht bekannt vor. Das sind die vom Leader Starscream. Dem Leader Starscream hatte ich ja Shapeways Hände gegeben. Da waren die hier dann frei. Und dann hat er gute Fallen, die halt bekommen. Weil es einfach gut gepasst hat, wie man sieht, von der Größe. Er ist jetzt wahrscheinlich ungefähr doppelt so groß, wie er mal gewesen ist. Gut. Den Speer habe ich ihm halt auch selber gemacht. Er kann den prima halten mit diesen Händen. Gar kein Problem. Den Kopf. Der besteht aus zwei zusammengefügten Köpfen. Im Einzelnen weiß ich gar nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, hier diese Schale, die kann man vielleicht noch wiedererkennen. Den Kinnbereich. Hier sind ja, zusammengefügte, zusammengeklebte, zusammengestückelte Teile. Diese Spitzen hier an der Seite, die sind komplett selber gemacht. Ergänzt habe ich den Kopf mit Fimo Air, also das ist lufttrocknendes Fimo auf Zellulosebasis. Ja, genau. Das trocknet halt ohne, dass man Hitze benötigt oder sowas. Der ganze Kopf ist halt auf einem Kugelgelenk verankert, dass der ja optimal beweglich ist. Kann man im Prinzip alles mitmachen. Ja, super beweglich. Hier sieht man nochmal diese doppelte Schulter- oder Armlösung. Das ist ja alles voll frei beweglich. Becken ist natürlich beweglich. Muss man gucken, dass man nicht zu viel bewegt, weil er sonst das Gleichgewicht verliert. Ja, gut. Er sollte halt relativ movie-akkurat sein. Ich denke, das ist er. Mal von hinten die Ansicht. Ein schöner Rücken kann ja auch entzücken. Ich denke, wenn ich ihn jetzt nicht hinschmeiße, kann man das sogar sehen. So, mal vielleicht in die Totalere gehen. So. Von unten sieht man halt auch die Bemalung. Ist relativ detailgetreu. So ähnlich der Filmfigur halt wie möglich diesmal. Kommt natürlich nie zu 1000% hin, aber irgendwo muss man ja auch Abstriche machen.
Es muss ja auch alles funktionieren. Hier sieht man noch die Rückenkonstruktion. Also hier ist ein Kugelgelenk, da ist ein Kugelgelenk, da ist ein Kugelgelenk. Da unten drunter ist noch ein Kugelgelenk. Hier sind zwei Kugelgelenke. Die enden in diesen Kugelgelenken. Und in der Mitte, die Wirbelsäule, endet in diesem Kugelgelenk. Also ich habe im Prinzip die komplette Figur auseinandergenommen, zwei Figuren auseinandergenommen, dann aus Kugelgelenken eine Art Wirbelsäule konstruiert mit hier einem Schulter und hier einem Schultergelenk, also so kreuzförmig. Und dann habe ich dieses Konstrukt halt zusammengeschraubt und dann die Teile der Figur wieder zusammengefügt. Dieses Teil kann man vielleicht wiedererkennen. Die Schultern sind noch relativ original. Ja gut. Der Kopf ist halt Fimo und Konsorten und Heißklebe und weiß ich nicht noch was. Bei der Bemalung muss man aufpassen, dass man die Figur nicht wie normal schwarz grundiert, sondern eben in diesem leuchtenden Orange-Gelb-Ton grundiert und dann im Dry Brush-Verfahren mit Schwarz oder Anthrazit oder was man auch immer für richtig halten mag, dann drüber geht, weil ansonsten kriegt man diese ganzen glühenden Strichlines einfach nicht hin. Da muss man halt drauf achten. Das war hier der Trick, weil ansonsten hätte ich mich ja tot gemalt, diese kleinen, ganzen glühenden kleinen Linien nachträglich einzufügen. Ich habe jetzt mal diese Spitzen hier blau-metallig gemacht, weil im Film das teilweise halt auch so war. Also der hat ja auch teilweise seine Farbe verändert. Ich habe es jetzt mal blau gemacht. Das ist aber natürlich Geschmackssache, ob man das jetzt auch blau haben mag oder lieber schwarz oder was auch immer. Ja, von der Größe her ist er halt relativ stimmig. Also er ist auf jeden Fall so ein Stück größer als eine Leader-Class-Figur und entspricht damit eigentlich den Maßen, die ich persönlich mir jetzt vorstelle, wie er jetzt in Relation zu den anderen Figuren halt auch im Film gewirkt hat. Aber ich denke, das ist auch eine relativ persönliche Geschichte. Ja, das war's eigentlich schon von Leader Class The Fallen. Gut, wie man sieht, die Augen sind Bling-Bling-Steine. Das kommt jetzt in der Kamera-Version natürlich nicht so dolle. Aber wenn ich den fotografiere mit Blitz, dann sehen die natürlich 1A aus wie LEDs. Aber ich denke, mit dieser Geschichte kann man leben. Oder? Ja, kann man. Gut, dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Bye-bye.